Dann haben jetzt erstmal die restlichen Gastronomen ihren großen Auftritt, nämlich Abu und Felix. Hi. Servus. Abu, Felix. Mein Lokal, dein Lokal? Genau. Super. Roberto hat sich einen besonders idyllischen Platz zum Warten ausgesucht. Dort macht Antonello die internationale Runde komplett. Ich habe heute richtig Lust auf ein gutes Steak. Aber wenn auch was anderes und Nudel wäre oder ein Spätzle wäre, da würde ich mich auch drauf freuen. Ja. Genau. Oder einfach einen kleinen Salat. Aber scheiße, einen kleinen Salat, bescheuert. Ja, scheint ja lustig zu werden. Cool. Nette Truppe. Auf jeden Fall eine reine Männerrunde. Testosteron, ne? Oh, und dann gleich Fleisch aufs Gesicht. Ohoho. Und weil Roberto sich gerne vom Rest abhebt, findet er auch schnell sein Alleinstellungsmerkmal. Naja, fast. Das muss er nämlich mit Antonello teilen. Ja, die anderen zwei sind schon ganz verschieden wie wir, aber wir sind Italiener. Das ja, ist klar, normal. Das also, kann man nichts machen. Wir sind ja, wir sind ja anders als alle anderen auf der Welt. Oh. Also bitte Entschuldigung, das ist jetzt lustig und nett gemeint. Also, aber so eine leichte Arroganz liebe ich an den Italienern, ne? Und dann aber mit so einem Augenzwinkern, ach, das muss schon so sein, oder? Sollen wir schon losgehen? Andiamo. Andiamo. Danke. Ja, der Eingang, der steht jetzt nicht direkt ins Auge, weil man läuft auf einer großen Straße und dann geht es auf einmal die Treppe runter. Dann steht da ein Schild mit Steakhouse. Also im ersten Augenblick wäre ich vorbeigelaufen. Ich auch. Wenn ich es nicht gekannt hätte. Also ich auch. Ja, Beschilderung an sich sagt doch alles aus. Ja. Geschmackssache. Ich finde es irgendwie mystisch, irgendwie geil und trotzdem brauchst du eine Überwindung. Aber wenn du unten bist, überzeugt alles. Besonders überzeugt das Strahlen des Gastgebers. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo, servus. Ich bin Philippos Klein und ich bin heute eure Gastgeber. Dann drei. Grazie mille. Danke. So ein gemeinschaftliches Wow, bitte. Wow. Wow. Wow, sehr schön. Sehr schön. Das klingt ja schon mal gut. Du merkst einfach, du bist in einem Steakhouse. Lange Tische, ja. Robust, ja, Tafel, rustiger. Ja. Was mir auch sehr gut gefallen, mein erster Blick war auch diese indirekte Beleuchtung drin. Ja, wo total. Ich liebe das. Also, ja, das. Ja, das ist super gemacht. Sehr schöner ja. Eindruck. Also von der Einrichtung her passt das auf jeden Fall zu dem Konzept Steakhouse. Wie die Motten ins Licht, fliegen die Männer direkt aufs Fleisch. Aha. Ah, sieht gut aus hier. Oder, was meint ihr? Sieht sehr gut aus. Das erste Blick, was an der Bar ist, das ist der Beefschrank. Da siehst du direkt schön frisches Fleisch. Das macht direktes Appetit. Noch mehr Appetit soll jetzt ein Blick in die Karte bringen. Die stößt rein optisch auf großen Zuspruch. Zumindest beim italienischen Duo Roberto und Antonello. Du bekommst diese Karte, du weißt, bam, Steaks. Genau. Geil. Genau. Auch relativ viele unterschiedliche Steaksorten angeboten. Also ganz nett, für jeder ist was dabei. Also echt toll, wirklich. Ich glaube, die Vegetarier haben hier keine große Chance. Auch, dass er den Metzger aus der Region nimmt, ist vorbildhaft. Sehr gut. Ich freue mich drauf. Die Vorfreude sowie der Hunger sind groß. Dann bitte die Bestellungen, liebe Gastronomen. In der Küche hat auch Chefkoch Stefan mittlerweile seinen Dienst angetreten. Aha, jetzt lernen wir Stefan kennen. Hey, hallo Abu. Hallo, Stefan. Schön, dass Grüß du dich. Da bist. Wir machen heute falsche Schnecken. Ja, das ist ein richtig tolles Gericht. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Falsche Schnecken, das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Ne? Also nicht mit Fleisch. Ich habe mir Gedanken zu unserer Karte gemacht im Steakhouse. Ja, mhm. Weil wir haben ja auch immer mal Abschnitte von diesem Rinderfilet. Mhm. Weil dieses Stück können wir ja eigentlich gar nicht verkaufen. Mhm. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir so falsche Schnecken. Ja, in der Schneckenkokolle aus dem Rinderfilet. Hört sich gut an. Okay. Falsche Schnecken. Dann pass mal auf. Ich schneide nämlich das letzte Stück ab. Okay. Ja? Schön. Vom Rinderfilet. Rinderfilet. Ja. Perfekt. Guck dir mal hier. Perfekt. Vom Reichenbach aus dem Glottertal. Oh, ah ja. Okay. Ja. Ist jetzt vier Wochen dry-aged. Reichenbach ist ein regionaler Lieferant von euch? Ja, okay. Ja. So, Abo, schau mal. Wie schön die Marmorierung. Schön festes Fleisch. Richtig, sehe ich direkt die Marmorierung. Tipptopp. Super, sieht's keinen aus. Kaum sehen.
Man sieht richtig, wie das Ding gereift ist. Die Farbe ist so ins Tiefdunkel gehende. Man sieht die Marmorierung, wie die sich richtig fast rauspresst aus dem Fleisch. Ne? Man sieht keine Feuchtigkeit mehr. Das ist ein Geschmacksriegel. Ne? Für die falsche Schnecke würfelt Stefan das Rind erstmal. Wir nehmen jetzt die Würfel. Mhm, schön. Braten sie richtig scharf an. Nur wird es von einer Seite gebraten? Nee, ich brate das von zwei Seiten. Von zwei Seiten, okay. So, und jetzt muss der ganze Vorgang schnell abgeschlossen werden. Schau mal, ich wende das. Jawohl, okay. Zieh die Pfanne zur Seite. Gib Knoblauchöl dazu. Aha, schön. Chiliöl. Meersalz, Steakpfeffer. Pepperoni. Noch schärfer. Ein bisschen mehr Salz. Als erster Blick, das war für mich alles, fand ich halt einfach alles zu viel. Ich verstehe jetzt gerade den Abo nicht. Ich sitze hier und denke gerade, oh, geil, coole Kombi, kann ich mir gut vorstellen. Aber Abo meint das nicht. Hm. Jetzt flambieren wir das Ganze mit Whisky. Aha, das ist mir eben neu. Wow. Na, da braucht wohl jemand dringend eine Showküche, oder Mike? Also das kriegt natürlich jetzt auch einen schönen Touch. Das bringt schon was, das vom Bier. Und ich finde das jetzt spannend. Spannend wird auch das Soßenbett für die Rinderwürfel. Und dann kommt die Trüffeljus da rein. Okay, super. Und guck mal, wie viel Trüffel da drin ist. Irre. Trüffel, ich meine, irre, ja. Sehr fein. Das war aber noch nicht alles. Und dann geben wir den Bergkäse drauf. Okay. Dann geht's für die falschen Schnecken auch schon ab unter die Höhensonne. Duftet dann schon am Bergkäse, ja? Der starke Geruch vom Bergkäse. Lecker. Ist doch cool. Endlich mal ein Koch, der sich Gedanken macht. Geil. Und schon ist es Zeit für die erste Vorspeise in dieser Woche. Roberto Max Edel, er hat Forellenkaviar und Austern geordert. Felix startet mit dem Carpaccio vom Rind klassisch ins Menü. Die Gambas al Ajillo sind hoffentlich ganz nach Abus Geschmack. Und die falschen Schnecken haben Antonellos Neugier geweckt. 12,50, super Preis. Würde ich auch probieren wollen. Dann mal guten Hunger. Als erster möchte Abu einen Gambas-Feedback loswerden. Ich habe die Gambas al Ajillo bestellt. Die Gambas sind schön gleisig gebraten und geschmacklich auch das Gewürz super gewürzt. Wenn da zu viel Temperatur reinkommt oder besser gesagt draufkommt, dann werden die einfach wie so ein, ja, als wenn du so auf einen Kaugummi rumkaust. Ne? Und das schaut hier nicht so aus. Die schauen gut aus, man sieht das ein bisschen am Fleisch, recht glasig und so. Fein. Auch den Salat, schön frisch. Die Soße, genau richtig, wie man sich wünschen kann. Das war ganz klassisch, also süß-sauer war das. Ich glaube, Honig, Balsamico war. Am Ende hat man diesen Nachgeschmack gehabt. Die hausgemachte Kartoffelchips, alles perfekt. Dann weiter im Uhrzeigersinn. Felix, ist ein Carpaccio top oder flop? Ich muss sagen, ich bin überrascht. Ist echt super, perfekt abgeschmeckt. Fleisch ist super zart, vom Rinderfilet super dünn geschnitten, so wie es sein soll. Das Fleisch konnte ich super einfach mit der Gabel einfach so unterstechen. Salz, Pfeffer, Zitrone, Rucola-Salat, alles frisch. Sehr klassisch also. Mit Trüffel obendrauf, stand zwar nicht in der Karte, passt perfekt dazu. Super abgeschmeckt, nicht zu sauer, nicht zu wenig Salz. Klar, für mich war es sehr positiv, aber man sollte es vielleicht einfach auf die Karte mit draufschreiben, wenn man es schon drauf macht, weil es nicht jedermanns Sache. Ist hier überhaupt nicht schlimm gewesen. Felix hat es dankend angenommen, würde ich sagen. Roberto schaut seine Austern schon ganz verliebt an. Oder täuscht er einen Druck? Es ist alles perfekt, wirklich. Ich habe nichts zu aussetzen. Ich muss sagen, top. Ich finde sowas klasse. Man darf sich das auch zutrauen und man wird dort Liebhaber finden. So, und die Qualität von den Austern, wer mich kennt, der weiß, ich esse die kiloweise. Es sind wirklich eine sehr, sehr gute Qualität. Das jetzt zu erklären, wo fängt jetzt die Qualität bei einer Auster an? Ne? Sie muss voll fleischig sein, das ist vielleicht mal festzuhalten. Es muss auf jeden Fall auch so das Meer zu schmecken sein, finde ich. Und das muss dann auch am Ende des Tages dann jeder für sich rausfinden.
Auf Robertos Teller ist aber auch abseits der Austern so einiges los. Zwei verschiedene Kaviar habe ich ja gehabt, von der Forelle. Also das ist aber auch auf dem Teller was Liebhaber essen, ne? Qualität ist gut. Der lebt einfach vom Biss. Wenn du raufbeißt, dann platzt das so auf. Und du hast so diesen schönen, vollen Geschmack drin. Aber wie erklärt man jemand, wie das schmeckt? Das muss man einfach ausprobieren. Ganz klar, der Teller war eine 10. Ganz einfach. Ob sich der zweite Italiener in dieser Runde auch punktetechnisch schon so weit aus dem Fenster lehnt? Ich hätte es mich erwartet, eben so leere Schnecke mit irgendwie Rindfleisch drin. Ist nicht so, aber ist viel besser so. Das Fleisch schmeckt wirklich, es ist wirklich sehr zart. Also, obwohl es so kleiner geschnitten ist. Normalerweise wird es irgendwie so ein bisschen Schuhsohle-mäßig. Aber nein, das ist also perfekt, passt super. Abu will es ganz genau wissen. In der Soße schmeckt man Trüffel. Also vom Trüffel würde ich nichts bestätigen. Das schmecke ich nicht wirklich. Ich habe es ja probiert dann bei dir. Ja. Und ich habe es ganz leicht geschmeckt nach Trüffel. Ja. Bisschen geschmeckt. Hätte ich aber nicht gewusst, hätte ich es nicht gemerkt. Eben. Zum Thema Trüffel möchte Mike auch was loswerden. Wenn dieses Gericht benannt werden würde mit dem Wort Trüffel, dann kann man sich auch beschweren. Alles andere ist eine Zugabe, meine Herrschaften. Ja? Also bitte mal die Luft anhalten, ganz kurz nachdenken, einen Schluck Wasser trinken und dann weiter im Wettbewerb. Wer glaubt, die Lobeshymnen enden mit Ankunft des Gastgebers, der täuscht. So, bin ich gespannt. Ich habe nur zu sagen, dass man muss wirklich ein Künstler sein, solche Komponente, was ich hier drin gehabt habe, so gut zusammenzukriegen. Also Kompliment. Toll. Toll. Antonello, klasse. Ich bin jetzt auf Kritik eingegangen, was dabei kriegt. Ich werde rot so langsam. Also wirklich, okay. Ich bin total fasziniert von denen. Also toll, toll. Nur, ich habe danach mitbekommen, dass ziemlich viel Trüffel drin war. Ich habe nur danach nur einen ganz leichten Nachgeschmack gehabt, aber das hat auch gepasst. Weil wenn ein Tick mehr gewesen hätte, hätte es das Ganze ein bisschen zerstört, weil der ist sehr dominanter als Geschmack. Deswegen, also für mich war gut so. Aber vom Trüffel habe ich nicht wirklich viel. Ja, die Harmonie hat gepasst. Punkt, aus, Ende, danke, Abfahrt, Haken. Derart beflügelt kocht sich der Hauptgang doch jetzt fast von alleine. Zur Not kommt das italienische Duo zu Stefans Unterstützung hinzu. Ich mache heute Lammkrone, ja, schneide die aber als Lammkoteletts oder Lammracks, wie man halt im Englischen halt auch sagt. Mach dazu italienische selbstgemachte Gnocchi. Oh la la, Oliven-Gnocchi. Da bin ich gespannt. Und was noch, was darf nicht dazu noch fehlen, auch aus Italien, eine frittierte Artischocke. Wow, sehr schön. Passt auch sehr gut. Ohlala. Und dann zwei Italiener Küche, klar. Komm mal hier. Oh ja. Mit grünen, und schwarzen Oliven. Okay. Die versenke ich jetzt einmal kurz hier im Wasser. Wie lange brauchst du die jetzt? Die lasse ich jetzt so lange drin, bis sie halt an der Oberfläche aufgepollt wird. Okay. Gnocchi wird es ganz einfach gemacht. Kartoffeln, Salz, Milch, Mehl, fertig. Gnocchi mit Milch habe ich so auch noch nicht gehört. Ne? Woher kommt das Fleisch, wenn ich fragen darf? Dieses Fleisch kommt jetzt aus Neuseeland. Neuseeland, ja. Oh, das ist eine gute Qualität. Richtig Neuseeland, tolle Qualität, genau. Ja, das wisst ihr selbst. Genau, die Tiere sind so Freiländer. Die sind das ganze Jahr draußen und saugen natürlich alles auf, haben absolut Top-Qualität, das stimmt. Wir haben aber auch solche Salzwiesenlämmer mittlerweile, gerade im Norden und so. Also, aber klar, ist weltberühmt geworden, das Lamm. Nachdem der Chef das Lamm in kleine Stücke zerteilt hat, geht es jetzt ab in den Ofen. Dieser Schritt regt zu Nachfragen an. Wie viel Grad hat denn der ungefähr? Ja, der wird jetzt 700 Grad haben. Wow. 700, okay. Cool. Richtig gut. Richtig gut. Dann wird sie sich sofort diese Kruste bauen. Also ziemlich schnell wird sie sich bauen. Und das bedeutet auch, dass der Fleisch hat keine Chance, keine Zeit überhaupt, ja, innen drin sich zu kochen. Deswegen bleibt auch draußen knusprig. Ja? Und das hat man ja und innen auch drin roh und noch sehr saftig. Und das ist eine gigantische Kombination.
Ich finde das schön, wie er es erklärt und auch diese Leidenschaft. Das ist eine andere Beschreibung, wie der Beaver funktioniert, aber gut. Und das in der Zeit, wie ich jetzt die Gnocchis vorbereite. Perfekt. Ja, und fertigstelle und die Artischocke frittiere. In den Genuss kommt aber natürlich nicht die komplette Artischocke. Vorher hat Stefan die Spreu vom Weizen getrennt. Hab sie geputzt? Ja. Ja? Dass wir nur noch das leckere Fleisch, das Mark haben. Ja. Ja, und das werde ich jetzt frittieren. Jetzt wälze ich das hier in den Mehl. Ganz soft, klopfe es ab. Und jetzt durch den Tempura-Teig. Das ist ein asiatischer Teig, mit dem du zum Beispiel Garnelen oder in diesem Fall Artischocken ausfrittieren kannst. Okay. Zur einen Hälfte ist da Mehl drin und zur anderen Hälfte Mondamin. Okay. Ich habe das jetzt noch verfeinert mit Kurkuma, ein bisschen Salz, Pfeffer aus der Mühle und Zitrone. Sehr schön, das passt super. Und ein bisschen Koriander. Sieht gut aus. Tempura eben kommt aus Asien, aber wir haben in Italien zum Beispiel sowas ähnlich. Bei uns ist nur Mehl, Mineralwasser oder Mehl und Bier, das kommt drauf an und das war's. Ja. Ganz ehrlich, da wird ein riesen Hype drum gemacht. Macht einen ganz normalen Ausbackteig und den kannst du mit Gewürzen versetzen, wie du es magst. Dann einmal anrichten, bitte. Draußen wird es Abend. Drinnen steigt die Vorfreude auf den Hauptgang, den jetzt auch schon der Chef persönlich serviert. Felix hat sich für die Lammkoteletts vom Grill entschieden. Das Prime Room Steak mit Ofenkartoffeln und Barbecue-Soße lässt sich Roberto schmecken. Antonello probiert das Beef Tagliata mit gegrillten Austernpilzen und Parmesan. Und das Rinderfilet mit Süßkartoffelpommes und Rotweinjus soll Abu glücklich machen. Genau so habe ich bestellt. Well done habe ich bestellt, es ist durch. Ein Gastronom, der durchbestellt. Oh Mensch, Abu, mach mir Sorgen um dich. Sieht auf jeden Fall ziemlich tot aus, das Rind. Schmeckt's denn? Also mein Rinderfilet, schön mit dem Gewürz und Pfeffer und Meersalz. Das ist, also ich kann nicht dazu sagen, weil ich das genauso bestellt habe. Genauso habe ich es bekommen, bin zufrieden. Und die Bratensoße, schön pfefferig, gibt dann ein tolles Geschmack noch dazu. Also ich bin zufrieden mit meinem Gericht. Ich fand's super. Deutlich weniger gebraten sind die Lammkoteletts von Felix. Garpunkt getroffen? Super. Die Lammkoteletts sind auf den Punkt gebraten. Nicht zu schnell gebraten, schön langsam. Es war außen knusprig, innen butterzart, saftig. Also super gelungen. Auch schön gewürzt mit Knoblauch, bisschen verschiedenen Öl, Chili. Perfekt. Ja. So, da sind wir wieder. Passt. Moment, Felix ist mit seiner Kritik noch nicht fertig. Also auch die gebackenen Artischocken noch super knackig, passen perfekt zum Lamm. Etwas würzig, wahrscheinlich durch die Panade. Die Gnocchis schön in Butter angebraten noch, haben noch eine gewisse Saftigkeit. Klar, die Oliven schmecken auf jeden Fall raus, ganz klar. Kartoffel geht etwas unter, aber das ist ja normal. Da er die mediterranische Küche schon mit einbezieht, ist es bei ihm völlig passend. Und auch zum Lamm hat es super gepasst. Da kann jemand mit Fleisch und allen anderen Dingen umgehen. Schade, dass ich den Stefan nicht kennengelernt habe. Roberto und Antonello wollen ihre Kritik lieber Auge in Auge in Worte fassen. So, ich habe den Prime Rumsteak bestellt. Oh, es schmeckt Bombe. Ich dachte mir immer, wenn er 8 Wochen gereift ist, ja, dass er sehr stark intensiv in dieses Animalische geht. Hätte ich immer gedacht. Nein, ist nicht wirklich mega. Hast du was Nussiges rausgeschmeckt? Genau. Ja, das ist genau das. Ja. Ich bin dann froh, wenn ich persönlich auch eine Bestätigung für das bekomme, was ich da rumsülze. Ne? Es war wirklich Bombe. Ist so. Die Kruste war oben schön groß, innen war schön, mein Garpunkt medium perfekt. Kartoffeln seht ihr, wenn man die Schale essen könnte, hätte ich sie auch noch gegessen. Aber. Das bist du. Grazie. Vielen Dank für dein Feedback.
So, Antonello hat fast nichts vom Teller gegessen. Also ich habe mir eben die Tagliata bestellt. Tagliata bedeutet geschnitten. Aufgeschnitten. Genau, aufgeschnitten. Aber nicht gerade. Streck. Natürlich, als Italiener kenne ich die Tagliata anders. Was heißt anders? Auf Rucola und Parmesan nur, das ist ganz Standard. Ich finde aber hier ganz toll, wie das präsentiert ist. Also das Fleisch schmeckt wunderbar. Zarter, geschmacklich, also richtig toll. Also das ist wirklich jeder Bissen zu genießen. Also alle loben das Fleisch, alle loben die Qualität. Also toll. Irgendwie schwingt da aber ein kleines Aber mit. Oder haben wir uns da verhört? Ich finde auch ganz toll Salat, also mit Karotte, mit Radicchio, mit Austernpilze sogar, also gebratene Austernpilze dazu. Das passt auch mit dem Fleisch natürlich zusammen. Ganz kleine Kritik habe ich. Und das ist die Salat. Bei mir muss der Geschmack ein bisschen stärker sein. Das heißt, mir fehlt nur ein bisschen Salz, ein bisschen mehr so Gewürz, ein bisschen mehr Essig dazu. Aber natürlich, das ist Geschmackssache. Ja. Also für mich war das Salat ein bisschen fad, also so ein bisschen geschmacklos. Also generell geschmacklich wirklich alles super. Danke. Es war angenehm, es war schön. Also ja. Wenn das Kritik ist, weiß ich auch nicht, was kommt. Ist gut gelaufen. Cool. Einen Gang muss Philippos mit seinem Team aber noch abliefern. Dafür holt der Chef den Dessert-Joker raus, Koch Shavkat. Hallo. Hallo, mein Name ist Shavkat. Ich wollte heute Baklava machen. Wenn du willst, du kannst auch mir helfen. Gerne, gerne. Da kommt so ein bisschen auch die Kultur jetzt zum Zuge. Ne? Das finde ich ganz toll. Und jetzt sehen wir, wie jemand Baklava macht. Stark. Die türkische Spezialität ist vor allem eins, süß. Wir brauchen vor einer Zuckersirup 2,5 Glas. Kannst du warmes Wasser, 2,5 Glas hier machen? Mhm. Voll. Ja, bitte. Da lässt sich Felix nicht zweimal bitten. Sehr schön. Und weiter geht's. Das ist ja. 200 Gramm Dann Zucker. Dann muss man mit Schneebesen, ja, so ein bisschen machen. Dann machst du auf den Herd. Alles klar. Daneben kocht schon eine Milch-Butter-Mischung, die aber nicht komplett verwendet wird. So, jetzt die Butter, die Milch muss man diese alles wegmachen. Die Molke, ja. Weißt du, warum wir müssen das alles wegmachen, diese Milch? Damit die Butter nachher schön klar ist. Das ist einer. Und zweiter, dass wenn du auf der Baklava machst, die Teig brennt nicht. Ja. Das wird nicht schwarz. Okay. Ich persönlich glaube, da gibt es echt auch hunderte von Rezepten. Ne? Ob das jetzt die türkische Kultur ist, die Baklava macht. Selbst in afghanischen Küchen habe ich Baklava kennengelernt. In der griechischen Küche gibt es ein Baklava. Und deswegen finde ich spannend, wie er es jetzt macht. Das brauchst du nicht selber machen. Ja. Weil wir haben eine kleine Küche, dann man braucht ein bisschen Platz und ja. Die Zeit auch. Ja, klar. Ja. Und das ist, finde ich, sehr, sehr gut. Ja, einfach ist es nicht. Es ist nicht einfach. Also Teig, wenn du sehr dünn sein musst, muss man relativ viel rollen und du brauchst große Fläche, du brauchst das Ding. Es viel ist, Schmutz, viel, viel Mehl außenrum, fliegt dann in der Gegend. Dieser Teig ist so extremst dünn, extremst. Ne? Weißt du, da ist in den Tageszeitungen noch dick gegen, ne? Das kriegst du fast nicht hin. Die dünnen Teiglagen schneidet Shavkat jetzt erst einmal auf Backformgröße zurecht. So, jetzt musst du die Form ein bisschen mit der Butter. Nach der Buttereinreibung kommen auch schon die ersten Lagen Teig zum Einsatz. Dann machen wir immer zwei Teig unten und einmal Butter. Nochmal mit Pinsel. So, jetzt machst du nochmal zwei, nochmal Butter. Tak, 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 tak. Ach, da wird mit Butter nicht gespart bei so einem Gericht, ne? In der Mitte gibt's noch eine großzügige Schicht gehackte Pistazien. Manche Leute machen keine Butter auf der Pistazien, aber ich mach. Ich mach, weil das wird ein bisschen nass und ein bisschen. Schmack, besser Schmack gibt. Dann mache ich noch Saftiger. Mal. Dann wir müssen noch mal wieder. So, die Teig
Kannst du drei machen, auch kein Problem. Und natürlich noch mal einen guten Schuss Butter obendrauf. Nicht, dass die Baklava hier als Diätgericht durchgehen. Jetzt, wir sind fertig. Dann lass mal 10 Minuten so, ein bisschen ziehen. Dann machen wir im Ofen. Ja. Dann machen wir raus. Dann machen wir die Sirup. Dann Service. Ja, so einfach geht das. Und dann Service. Ne? Und schon ist es auch Zeit für den finalen Service im Meet and Greet. Abu schließt sein Menü mit dem Lava-Cake und hoffentlich flüssigem Kern ab. Roberto hat sich die Creme Brûlée bestellt. Antonello setzt mit der Panna Cotta auf sein Heimatland. Und einen Ausflug in türkische Gefilde macht Felix mit Baklava. Das schaut doch alles richtig gut aus. Also, schön, einfach, tolle Preise. Klasse. Roberto ist vorhin schon übergeschäumt vor Glück. Hält der Zustand an? Ich bin echt positiv überrascht, dass in meinem Steakhouse ein Creme Brûlée so rauskommt. Man, zeige ich dir auch mal kurz. Sehe ich. Sieht sehr gut aus. Schön karamellisiert. Also man merkt ja auch einfach, dass das auch selbstgemacht ist, wenn man das so in die Hand nimmt mit den schwarzen kleinen Pünktchen. Gute Konsistenz sehe ich auch. Zu dem Eis habe ich noch ein Pistazieneis. Ehrlich, das ist die Granate. Echt super. Man schmeckt einfach die Pistazien raus. Das Pistazieneis ist gekauft, aber wir mischen noch extra dazu Pistazien, damit es noch geschmackvoller wird. Auch Abu sieht auf den ersten Blick ganz glücklich aus mit seinem Schokokuchen. Das ist hausgemachte Lava-Cake-Schokolade. Schmeckt sehr gut. Schön Schoko, flüssige Innenkern, das ist rausgelaufen. Man hat es gesehen, das ist hausgemachter Schokokuchen. Man sieht es durch das Außenrum, den Rand, das ungleichmäßig ist. Dass sie sich das Mühe geben, vorbildhaft. Hausgemacht ist, vorbildhaft, das ist schön. Na eben, ich glaube, du laufst, ne? Nur frisch ist geil. Frisch ist auch Felix' Kalorienbombe. Schmeckt's denn? Mein Baklava schmeckt super lecker. Es ist nicht zu süß, es ist nicht zu mächtig. Der Teig ist eher knusprig. Ich mag meinen Baklava mehr weich, mehr flüssig, mehr saftig, dass es halt im Mund zergeht. Und das war etwas zu kross. Aber die knusprige Variante ist genauso gut. Baklava küsst Vanille. So, das ist doch mal eine Variation, wo ich mir sage, juhu. Ja, würde ich gerne essen wollen. Einer will offenbar sein Dessert nicht essen. Antonello hat Panna Cotta Probleme, die er gerne mit dem Chef persönlich besprechen würde. Meine Erwartungen sind leider nicht erfüllt mit dieser Panna Cotta. Okay. Wie du merkst, die Konsistenz ist nicht richtig. Ja, dann lass mal hören, wie eine echt italienische Panna Cotta sein muss. Das ist mehr so wie eine Creme, wie ein Schaum. Ein Panna Cotta ist normalerweise ein Pudding. Also er muss fester sein. Ja, hat er recht. Absolut. Und das ist meine Interpretation, ja, also von dieser Panna Cotta. Okay, also geschmacklich war gut. Also da habe ich wirklich nichts zu sagen. Da respektiere ich das natürlich auch, ja. Aber natürlich, wenn ich als Italiener eine Panna Cotta bestelle, erwarte ich mir eine Panna Cotta. Also eine Panna Cotta, so wie ich kenne. Also so eine feste. Genau. Da hat der Antonello zu 100% recht. Philippos und sein Chefkoch zeigen Verständnis. Doch das weicht, kaum hat der Gast die Küche verlassen. Der Geschmack ist ja da und das gefällt ihm ja. Deswegen verstehe ich diese Kritik jetzt nicht ganz. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ist keine Panna Cotta, Philippos. Ganz einfach. Eine Aufgabe gilt es für Philippos noch zu erledigen, das Überbringen der Rechnung. Stimmt Preis-Leistung? So, dann haben wir 290,50. Nur das Essen sind 225. Das bedeutet 55 Euro pro Person ungefähr. Also ich würde mal sagen, das passt. Also das ist fair. Ich war heute überglücklich. Jeder Cent war wert. 55 Euro, drei Gänge, alles frisch gemacht. Eine Fleischqualität wirklich vom Allerfeinsten. Das ist wirklich, wirklich, wirklich ein guter Preis.
Dann hoffen wir mal, dass sich dieses Resümee auch bei der Punktevergabe widerspiegelt. An die Schiefertafeln bitte, werte Herren. 8 Punkte. Grazie mille. 9 Punkte. Damit hat Philippos zu Beginn der Woche starke 36 Zähler vorgelegt. Die Punkte vom Profi gibt's wie immer am Ende der Woche obendrauf. Und morgen will Abu das Herz seiner Konkurrenten für immer in seinen Bann ziehen. Die erste Liebe wird die versaubern. Doch irgendwie haut es die Gäste nicht verzückt aus den Schuhen. Das Knoblauchgeschmack war für mich sehr, sehr, sehr dezent. Was habe ich vorhin gesagt? Mach Bums ran. Ohne Bums läuft's halt nicht.